Hallo liebe Dämen News User, willkommen heute hier zum zur Regionalliga-Partie im Stadion an der Düsternordstraße des SV Atlas Delmenhorst. Hallo liebe Dämen News User, willkommen heute hier im Stadion an der Düsternordstraße zum Viertelfinale im Niedersachsen-Pokal, das der SV Atlas Delmenhorst bestreitet. Gegen den TuS Blau-Weiß-Lohne an diesem Montag, den 3. Oktober, also den Tag der Deutschen Einheit 2022. Und mit dieser Aufstellung, tritt der SV Atlas heute an. Auf. Im Tor heute Pascal Vrivro, zum ersten Mal im Einsatz der Neuzugang. Dann in der Viererkette rechts Marco Stefangel, Efkan Erdogan als rechter Innenverteidiger, als linker Innenverteidiger Leo Weichert und auf der linken Außenseite Julian Stör. Im defensiven Mittelfeld zentral Nico Matern, ebenfalls im zentralen Mittelfeld Florian Stütz, der heute die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führt. Dazu Willem Hendrik Hofrogge. Und dann rechts außen Lamine Touray, links außen Mattia Triani und im Zentrum Usman Touray. Mit dieser Mannschaft tritt heute also der SV Atlas zu dieser Partie an. Wir sind gespannt. Hier wird nochmal ein Kreis gebildet bei der Mannschaft vom SV Atlas. Moin! Wir sind gespannt, ob heute der Fluch des Kiribau, des Trainers, gebrochen werden kann, der noch kein Pokalspiel mit dem SV Atlas gewinnen konnte. Genau. Dann sind wir mal gespannt auf diese Partie. Und den Anstoß ausführen, das wird gleich Usman Touray. Blau-Weiß-Lohne, überhaupt keine unbekannte Mannschaft für den SV Atlas. Gegen kein Team hat der SV Atlas jemals mehr Pflichtspiele bestritten. Das ist heute das 30. Mal, dass diese beiden Teams aufeinandertreffen.
Und die Bilanz ist bislang noch positiv für den SV Atlas, aber ganz knapp 10 Siege, 10 Remis und 9 Niederlagen gab es. Also mal schauen, wie die Statistik nach diesem Spiel heute aussehen wird. Wir hoffen natürlich, dass der SV Atlas diese positive Bilanz dann ausbaut. So, und da ist auch schon Pascal Wiebrot am Ball beim Aufbau, weit vorm eigenen Kasten. Sucht nach Hofrohr, Kopf weitergeleitet, dann die beiden Tourais, aber bei Verlust. Lohne, der 17er, dann Goreskamp und dann wird Freistoß für ihn gepfiffen, also Freistoß für die Gäste. Auf die linke Seite gespielt, erstmal per Kopf weiter, Erdogan am Kopf, dann Weichert im Duell mit der 9, mit Christopher Schemp und dann Atlas schon wieder im Vorwärtsgang, aber erstmal wieder geklärt. Der Dreier, Max Benjamin Pfeildorf, aber Weichert am Ball und jetzt, Lamine Touray leider ausgerutscht, sonst hätte er den Ball gehabt. Einwurf für die Gäste. Das macht wieder Pfeildorf, der Dreier. Langer Schlag, Erdogan, fault aber Jakob Bürkle, so hat es jedenfalls den Anschein. Der krümmt sich und holt da den Freistoß raus. Der Kapitän der Gäste, Jakob Bürkle. Ausführen wird das wohl die Nummer 20, Aaron Goldmann, der das entscheidende Tor am 31. August machte, wo sich die beiden Teams in der Liga, in der Regionalliga trafen, in der Regionalliga Nord, und aber rausgeköpft da von Leo Weichern und da der Schussversuch, aber weit rechts am Tor vorbei. Wieder von Pfeildorf. Ja, Goldmann, der hat das entscheidende Tor gemacht beim 3:2 Sieg am 31. August in der Liga. In Lohne allerdings, also im Heinz-Detmar-Stadion. Goldmann, Erdogan gut geblockt. So, Lamine Touray auf rechts zu Stefandl. Der kommt, Stefandl zu Touray. Ball reingebracht, aber geklärt von Pfeildorf und somit die erste Ecke für den SV Atlas hier in der Anfangsphase dieser Partie. Also wie gesagt, in der Liga damals 3:2 unterlegen gewesen. Und das war der erste Sieg überhaupt für Lohne in der Regionalliga in dieser Saison. Seitdem kamen noch 3 dazu. Also Lohne in den letzten 6 Partien 4 gewonnen. Also seit dem Sieg gegen Atlas auf dem aufsteigenden Ast in der Liga. Und dort derzeit auf Platz 13. Mit 13 Punkten. So mit 2 Punkte hinter dem SV Atlas, der allerdings auch eine Partie mehr bestritten hat. Und bei dem der Trend in den letzten 6 Partien eher umgekehrt war. Da gab es nur noch einen Sieg hier gegen Teutonia Ottensen vor heimischer Kulisse. Dazu 3 Niederlagen und 2 Remis gegen Reden und gegen Weiche Flensburg. Stefandl, da haben wir den Kopfball. Und schon wieder Pfeildorf da links gesucht im Zusammenspiel. Der Versuch mit Christopher Schepp, einer der besten Torschützen der Gäste in dieser Saison mit 3 Treffern. Und ihr bester Scorer insgesamt, weil er auch noch 3 Vorlagen beigesteuert hat bislang. Also auf den Mann wird aufzupassen sein. Erstmal Stefandl wieder mit Touray. Stefandl. Ballverlust gegen Pfeildorf. Goldmann versucht gleich in Mitte zu spielen, aber Weichert dazwischen. Ja, aber da. Ja, Weichert gefoult von Bürkle. Und damit Freistoß für den SV Atlas. Das übernimmt Pascal Wiebrot. Auf links der Schlag versucht, Julian Stör zu finden. Allerdings Phil Sarasch
die Nummer 13 der Gäste, der jetzt auch den Einwurf ausführt, stört ihn und keiner geht aber zum Ball. Und so landet er im Aus, so hatten die Gäste jetzt Einwurf. Matern, da krümmt sich schon wieder der Nächste im Zentrum bei den Gästen, aber steht auch schon wieder. Weichert. Erstmal wieder zurück zu Wiebrot. Die Nummer 1 ist ja eigentlich Eike Bansen, der bislang alle Spiele gemacht hat, aber heute im Pokal darf er mal ran. Nico Matern, Ballverlust. Schepp auf Derilon Demay, aber zu weit vorgelegt. Da konnte Weichert nochmal ran. Naja, Stütz. Glück dafür in der SV-Atlas. So, bevor Usman Turay rankommt, hat er die 6 geklärt. Aber Turay jetzt auf Triani. Triani, Abschluss, aber leicht daneben. Also, na, leicht daneben. Munterer Beginn hier in dieser Partie, auf jeden Fall. So wünscht man sich das natürlich. Was gibt's noch zu sagen? Ja, die Gäste. Blau-Weiß-Lohne 2022 wird in die Geschichte eingehen als deren erfolgreichstes Jahr der Vereinshistorie. Zumindest bislang. Mit dem Aufstieg eben in die Regionalliga Nord als Tabellenerster der Oberliga Niedersachsen. Sehr souverän gemeistert. Und dazu noch der Pokalsieg im Niedersachsen-Pokal gegen den Heslinger SC, der im Allen-Riede-Stadion in Hannover eingefahren wurde. Mit einem 6:5 Elfmeterschießen. Kommen jetzt über rechts mit Sarasch. Auch einer, der schon dreimal erfolgreich war in dieser Saison. Also der schon ein paar Tore erzielt hat. Falldorf wird die Ecke ausführen von rechts. Aber tief, also kein hoher Ball, so konnte das leicht geklärt werden. Schon zurück zu Bollmann, Christoph Bollmann, der eben in diesem Pokalfinale zum Held und Elfmetertöter wurde. Hat nämlich 3 Strafstöße des Heslinger SCs pariert und damit maßgeblich dazu beigetragen, dass sein Team Pokalsieger wurde. Und dann eben auch deswegen im DFB-Pokal antreten durfte, Anfang August, da aber im Heinz-Detmar-Stadion dem gestandenen Bundesligisten FC Augsburg 4:0 unterlegen war. Aber jetzt, oh, Ball stützt, glaube ich, mit einem fatalen Fehlpass, aber Goldmann nutzt das zum Glück nicht, sondern verspielt den Ball in Matern und jetzt Stefanel läuft schon der Gegenangriff. Aber Malte Beermann vor Usman Turay und jetzt ins Zentrum zu Schepp. Stör. Aber da kommt schon Sarasch, aber Matern hält ihn auf. Stefandl. Jetzt Usman Turay. Gegen den Elber, gegen Kai Westerhoff. Turay, die beiden Tore. Wunderschön gespielt. Usman Turay bleibt am Ball. Aber Bollmann, oder? Kann den noch gerade so vor der Linie wohl rausfischen. Riesengelegenheit dafür in SV-Atlas. Erdogan zu Stefandl auf der rechten. Flankenversuch, nein, tief reingegeben, aber erstmal geklärt. Aber Lamin Turay jetzt mit der richtigen Flanke. Hofroge geht zum Ball, aber trifft ihn nicht. Stütz, Hofroge Stütz oder Stör. Ja, da fällt Stütz. Will einen Elfmeter haben oder war es vielleicht sein eigener Mitspieler, Stör, der... Jedenfalls ist Stütz gefallen, aber es gibt keinen Strafstoß für den SV Atlas. So die Entscheidung vom Schiedsrichter Felix Bahr, der heute diese Partie leitet. Ihm assistieren Jonas Behrens und Marvin Hauschild. Pascal Wiebrot mit Erdogan und Weichert, also lebendige Anfangsphase an dieser Partie. Anders kann man es nicht sagen. So wünscht man sich das. Beermann, Malte Beermann, oder? Und Bürkle.
Goldmann wollte dann mit Hacke weiterleiten, aber das, da bleibt er hängen. Damit bleibt er hängen bei Erdogan, aber Fehlpass. Beziehungsweise, da hat wieder jemand aufgepasst bei Gisten, nämlich Dandro Heskamp. Tural, Lamin Tural. Entschärft da die Situation erstmal. Stefan Erdogan dann erstmal zurück zu Pascal Wiebroth. Der wieder mit einem langen Ball Richtung Usman Tural. Der Ball landet auch bei ihm. Und mit Hilfe von Hofrogge geht es erstmal weiter zu Lamin Tural. Der nimmt Stefanl mit, dessen Reingabe aber noch gerade so geklärt wird. Da im Zentrum von. Ich glaube, es war Kai Westdorf, da mal mit der Nummer 11. Und Stütz geht schon wieder zum Eckstoß von der rechten Seite. Der Hand hoch, kommt da rein, Weichert kommt zum Ball und dann noch Erdogan, aber leider am Tor vorbei. Die nächste gute Chance für den SV Atlas, der hier richtig gut reinkommt in die Partie und tatsächlich anscheinend diesen Fluch brechen will. Den Fluch des eigenen Coaches, hallo, des eigenen Coaches, der noch kein Pokalspiel gewinnen konnte mit dem SV Atlas. Seit seinem Amtsantritt 2019 gab es erst den Niedersachsen-Pokal im Elfmeterschießen Niederlage gegen SC Spelle Feenhaus, nämlich 10-11, dann im DFB-Pokal natürlich im Jahrhundertspiel im Weserstadion gegen Werder Bremen das 6-1. Dann 2020-21 gegen den SV Meppen hier 0-3 verloren und dann in der letzten Saison ebenfalls mit dem gleichen Ergebnis gegen den VfL Osnabrück hier im eigenen Stadion unterlegen. Flanke rein, aber Goldmann kann zum Glück den Ball nicht kontrollieren per Kopf, bringt ihn zu hoch rein. Also Chancen hier auf beiden Seiten, dass es noch 0-0 steht. Das verdankt sich zum Teil des Unvermögens der Spieler, die da in die Chancen bekommen, die unterzubringen. Aber wenn das so weitergeht, also das zeigt schon dieser Spielbeginn zeigt eben auch so das Hinspiel, dass das mit einem 3-2 viele Tore gab und doch eng war. Das scheint sich hier heute wieder zu bestätigen, dass das zwei Teams auf Augenhöhe sind. Tural. Bärmann, Goldmann, schickt Falldorf im Duell mit Stefanl und der klärt erstmals aus. So gibt es Einwurf für die Gäste. Falldorf zu Denali, Demay, Derilon Demay, jetzt Heskamp und dann erstmal wieder zurück zu Bärmann, Westerhof, zu Goldmann, der zu Falldorf. Versucht Bürkle mitzunehmen, aber da passt Stefan mir auf. Aber jetzt sind sie doch Bürkle mit der Flanke da von links bis auf die rechte Seite rüber zu Sarasch gegen Stör. Aber der Schiedsrichter entscheidet. Der Sarasch fällt zwar mit sicherlich einem Körperkontakt von Stör, aber der Schiedsrichter entscheidet weiterspielen. Kein Strafstoß auch in diesem Fall. Abstoß von Pascal Wiebroth da vom eigenen Kasten. Stefanl, da aber von Falldorf so unter Druck gesetzt wird, dass er sich da nicht zu helfen weiß. Und ja, also seit 2019 Kai Rieber, Coach des SV Atlas. Seitdem ist auch sein Gegenüber Henning Rieselmann, der 40-jährige Coach bei Blau-Weiß-Lohne, dem Turn- und Sportverein von 1894. Was bei ihm aber noch besonders ist, er ist zugleich auch sportlicher Leiter des Clubs, des Vereins, des Teams
Einwurf von Stefangel. Hofroge gesucht und weitergeleitet erstmal. Ein bester Hofschummler vor den Tureis. Erdogan wird da angelaufen von Goldmann. Bringt ihn erstmal aus der Gefahrenzone. Stütz. Lamine Tourail mit dem Ei. Weitergeleitet zu Stefangel, aber Walter Beermann ist vor ihm. Mantourail und tatsächlich können sich die Blau-Weißen dann da raus lösen und dann Foul entschieden von Lamine Tourail gegen Falldorf. Also sehr munteres Spielchen hier in dieser Anfangsphase. Anders kann man es wohl nicht sagen. Doch. Goldmann, der Mai, Westerhoff, der Mai und da kommt Westerhoff, aber Stütz passt auf und luchst ihm den Ball ab. Dann Lamine Tourail sucht seinen Bruder, Usman. Lamine, Stütz, rüber jetzt mal die Verlagerung zu Mattia Triani auf links, offensiv. Triani versucht dann Zentrum Usman Tourail zu finden, aber der Ball bleibt immer hängen. Düker. Ja, Stütz, aber dann ist vor allem Nachsetzen mit am Ball. Stütz jetzt Matern im Zentrum am Ball, Nico Matern und Florian Stütz. Stütz, angelaufen von Goldmann, ja, der luchst ihm dann noch den Ball ab. Mit Burgle da im Zusammenspiel und jetzt wird Schöpp geschickt, Christopher Schöpp. Auf rechts im Duell mit Weichert da im Laufduell. Auf der Außenlinie und Ball wird reingebracht, aber... Foul entschieden, Stürmer Foul entschieden von Goldmann gegen Matern oder was Erdogan. Jedenfalls da der SV Atlas wieder aus der Bredouille erstmal raus. Sehr energievoll hier dieses Spiel. Wer sich heute auf ein Wiedersehen auf dem Platz mit dem Ex-Profi, mit dem Ex-Spieler des Vereins Marek Janssen gefreut hat, den muss ich leider enttäuschen. Der sitzt nicht mal auf der Bank, ist aber im Stadion, ist vor Ort, aber wird heute hier nicht zum Einsatz kommen. Und da sind die Fans, die mal wieder ordentlich auf die Stimmungstube hauen. Bollmann sucht Goldmann. So, und dann Burg. Ne, das ist Heskamp. Heskamp im Duell mit Hofroge holt den Einwurf raus. Heskamp, der neben Schepp bester Vorbereiter seines Teams ist, mit drei Torvorlagen. Falldorf sucht da Burgle mit Matern im Duell, hält sich da. Jetzt der Mai, aber Hofroge lässt ihn da keine Chance, also so richtig keine Freiheiten zumindest im Strafraum, sodass der Abschluss da ohne große Wirkung ist. Beermann vor Tourail, Stütz versucht dann den Ball nach vorne zu bringen, aber Heskamp passt auf und dann Falldorf. Stefangel. Tourail, Usman Tourail jetzt mal, der sich jetzt mal ein bisschen fallen lassen hat, um ein bisschen mehr am Ball zu sein. Und dann die Verlagerung auf links, da ist Stör gerade nach vorn gelaufen, dann ist das auch so ein bisschen missglückt, aber Atlas bleibt im Ballbesitz, Weichert lief rot. Die Verlagerung weiter nach vorne, sucht Lamine Tourail, aber ein Kopfballduell gegen Westerhoff ohne Chance. Triani dann aber auf der linken Seite. Läuft da, bleibt da hängen an Sarasch, kriegt aber den Freistoß für sich. Auf der linken Seite nahe des Mittelkreises, Mittellinie. Matern steht da bereit. Von Matern, aber der Ball landet leider im Aus. Da war irgendwie ein Absprachefehler. Irgendwas misslungen. Und so Einwurf
für die Gäste. Julian Stör bleibt dabei hängen. Matern. Und jetzt, ja, jetzt liegt einer am Boden bei den Gästen. Ich glaube, es ist Bürkle, der Kapitän. Jakob Bürkle. Und da ist auch schon das Zeichen der eigenen Spieler, dass er wohl ausgewechselt werden muss. Das wäre natürlich jetzt Mitte der ersten Hälfte ein früher Zeitpunkt für den ersten Wechsel. Aber scheinbar lässt sich das nicht verhindern. Und ja, der Trainer hat ja schon den Spieler Malte Wengerowski Bescheid gesagt, sich bereit zu machen. Dann gibt es jetzt nochmal Anweisungen vom Coach Kai Riebau an Keeper Pascal Wiebroth. Ein paar Atlas-Profis oder Spieler nutzen das nochmal für eine Trinkpause. Auch Florian Urbanski spricht dann nochmal mit Usman Turay, Malte Müller mit Marco Stefandl. Jetzt gibt es aufmunternden Applaus. Aber nee, es ist nicht Wengerowski, sondern Thorsten Tönjes, der eigentliche Kapitän des Teams. 22. Spielminute. Thorsten Tönjes. Spielerwechsel bei unseren Gästen aus Solo, verletzungsbedingt den Platz verlassen mit der Nummer 16. Jakob Bürkle, neu im Spiel mit der Nummer 21. Thorsten Tönjes. Der eigentliche Kapitän auch von Blau-Weiß-Lohne. Und sein Stellvertreter, der musste jetzt auch raus, also. Wir wünschen natürlich da gute Besserungen, hoffen, dass das nicht allzu schlimm war. Und damit geht es jetzt aber auch weiter. Christian Düker spielt fair den Ball wieder zu den SV Atlas, rüber zu Pascal Wiebroth. Und jetzt kann über Erdogan das Aufbauspiel wieder beginnen. Verlagerung auf links zu Julian Stör. Von Sarasch angelaufen, aber versucht da Usman Turay zu finden. Behrmann grätscht ihn, setzt die Grätsche. Ja, Turay und er haben sich da auch noch ein bisschen was zu sagen. Naja, die Fans kommentieren das ganz üblich. Das sollte aber hier heute hoffentlich nicht die Lösung dieser Partie sein, sondern wir hoffen, dass da einfach so bis so weitergeht, wie so munter und so spektakulär eigentlich wie in den ersten 20 Minuten, wo beide Teams wirklich ganz viel nach vorne schon gebracht haben, aber leider noch nicht das Zielwasser so richtig getrunken zu haben scheinen. Goldmann versucht Tönjes zu finden, aber Erdogan an ihn dran. Und zurück zu Weichert erstmal. Der nach vorne zu Lamine Turay, zu Stefandl per Kopf abgelegt. Der braucht einen Moment, um den Ball zu kontrollieren. Zu Hoffrogge dann in den Strafraum, ins Zentrum. Aber Behrmann klärt vor Usman Turay. Goldmann, also da Vorteil laufen lassen, ist richtig, würde ich sagen. Konterchance nämlich über Tönjes. Der sucht den Mai und dessen Pass aber zu Tönjes dann ein bisschen, der davon überrascht. Aber da liegt immer noch Westerhoff, Kai Westerhoff, der da, glaube ich, von Lamine Turay einen abgekriegt hat. Und wir hoffen natürlich jetzt nicht, dass es schon der zweite ist, der hier ausgewechselt werden muss bei den Gästen. Schiedsrichter Bar auch nochmal da. So, Westerhoff steht wieder. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihm noch weiter geht, aber erstmal abwarten. Einwurf Stefandl. Der übernimmt das jetzt gleich. Oder nicht?
Ja, doch. Weiter Ball dazu Usman Touray gegen Beermann und Falldorf und Usman Lamine Touray, also jede Menge. Und dann gibt es aber Einwurf für NSV Atlas. So, Westdorf ist wieder auf dem Spielfeld. Der Fandl sucht wieder Usman Touray, also bis zum Strafraum, aber Düker vor ihm am Ball. Lamine Touray, Westdorf und dann Falldorf erstmal mit dem Schlag nach vorne. Erdogan auf der Mittellinie nimmt den Bayern rüber auf links zu Stör. Der sucht dann wieder Usman Touray, dreht sich da einmal um die eigene Achse sozusagen, bleibt am Ball. Hofrogge dann und auf rechts zu Stefanl verlagert. Flanke ins Zentrum und Hofrogge verpasst, beziehungsweise wenn er dran war, dann geht er halt links. Wollte eigentlich eine Ecke haben, aber der Schiedsrichter hat da nicht erkannt, dass da einer von den Blau-Weißen am Ball gewesen sein soll. Und so wird jetzt Bollmann gleich den Abstoß ausführen. Ja, langer Schlag wieder von Bollmann. Auf Sorge. Der Kopf erstmal Richtung Touray, aber bei dem ist immer Beermann zur Stelle. Jetzt wieder Westdorf. Westkamp und dann von Stütz, aber hinterher einen abgekriegt und der Stütz kriegt jetzt die gelbe Karte. Gelbe Karte für Florian Stütz. Der muss sich jetzt ein bisschen zügeln. Schiri Bar spricht da noch ein paar Wörter mit ihm. Und jetzt Malte Beermann wird den gleich ausführen, bis auf Keeper Bollmann und ihm alle in der gegnerischen Hälfte, also beim SV Atlas in der Hälfte jetzt alle Spieler, außer zwei. So, Westerhoff, der sucht links Falldorf, Stefanl behindert ihn da bzw. fällt und dann geht er auch nicht mehr weiter und dann Abstoß also für den SV Atlas. Livrot, Erdogan, sucht wieder Touray, über Westerhoff landet der Ball bei Lamin. Touray, der jetzt mal über rechts so einen kleinen Lauf hinlegt, reinspielt, aber dann Heskamp, der da aufgepasst hat, bevor Usman Touray rankommen kann. Falldorf klärt erstmal und dann Lamin. Touray hat es wohl jetzt auch erwischt da bei dem Versuch, Falldorf daran zu hindern, den Ball. Oh, das sieht nach Leiste aus, oder? Der hält sich, glaube ich, da an der Leiste. Na, wir hoffen jetzt nicht, dass auch beim SV Atlas schon der erste Wechsel nach einer knappen halben Stunde passieren muss. Das wäre bitter für den Jungen, der in den letzten Partien immer einen sehr guten Eindruck, sehr agil war und da richtig für Belebung gesorgt hat auf der rechten Seite in der Offensive beim SV Atlas. Genau, da ist die Ansage vom Trainer der Gäste, dass noch eine Viertelstunde zu spielen ist. Ja. Erstmal jetzt der Einwurf von Stefanl. Lamine Touray wird wohl noch mal versuchen zu spielen, aber das sieht nicht danach. Naja. Stefanl, Stütz. Jetzt sucht er erstmal Usman Touray. Ja, der Ball geht durch ins Zentrum. Usman Touray. Hofrogge mit dem Abschluss, aber in die Arme von Bollmann, der da keine Mühe hat. Und Lamine Touray ist auch wieder auf dem Platz. Versucht es also noch. Tönnies, Schepp, Goldmann und dann Tor. Tor für Schepp, Tor für die Gäste. 1:0 für Blau-Weiß-Lohne.
Da ist das erste Tor der Partie. Und das haben die Gäste erzielt. Torschütze mit der Nummer 9, Christopher Schepp. Genau, Christopher Schepp. Der beim 3:2 Sieg gegen den SV Atlas das zwischenzeitliche 2:0, den Halbzeitstand, erzielt hat. Und da eben damals eingewechselt wurde für Marek Jansen noch in der ersten Hälfte, der sich da an einem Oberschenkel verletzt hatte. Also wir hoffen, Atlas schüttelt das ab und kommt schnell zurück in dieser Partie. Der Fangel, Demay, Erdogan und damit erstmal wieder, aber schnell ausgeführt von Pfeildorf da, zu Demay. Erdogan stört ihn und drängt ihn ab, holt damit den Einwurf raus für den SV Atlas. Der jetzt also zurückkommen muss. Diesen Rückstand aufholen muss. Der Fandl auf Rogge. Der Fandl. Ball nicht gut. Tönjes. Tönjes mit dem Abschlussversuch. Aber da kommt, ist kein Durchkommen. Heskamp und Pfeildorf. Aber Stütz drängt den erstmal. Klärt den Ball erstmal ins Aus. Aber Einwurf da auf der linken Seite. Pfeildorf. Und Lamine Touré steht ihn da auf den Beinen und klärt erstmal wieder ins Aus. Goldmann zu Düker. Nee, der überlässt den Ball für Bermann. Der Mai jetzt auf rechts dann. Der Verlagerung ins Zentrum, Schepp verpasst. Und wie Wroth hält den Ball von Goldmann. So, hält den Ball fest. Sonst, also, wir haben gerade davon gesprochen, hoffentlich schüttelt das Atlas ab, aber jetzt scheinen die Gäste aus Lohne hier eher nachlegen zu wollen. Wie Wroth. Beim Tor war er natürlich machtlos, da gab es nichts zu halten. Pfeildorf, Tönnies, aber nee, Erdogan köpft den Ball erstmal, aber dann kommen die Gäste gleich wieder in Ballbesitz. Auf Rogge und Demay dann Duell, aber Tönnies, Verlagerung auf links zu Goldmann. Ja, da hat der Schiri abgepfiffen. Das wäre wohl das 2:0 gewesen, hat den Vorteil nicht laufen lassen. So gibt es jetzt den Freistoß, aber da hat der Schiri natürlich ganz klar den Vorteil abgepfiffen. Die Aufregung ist natürlich begründet bei den Gästen. So, Bermann. Also da jetzt Atlas auch im Glück in dieser Szene. Bermann mit dem Freistoß, aber klar drüber. Da muss Wiewroth nicht eingreifen. Das wäre jetzt natürlich bitter gewesen, wenn da der Doppelschlag jetzt gekommen wäre. So bleibt Atlas ein Tor nur dahinter im Rückstand. Und das ist auf jeden Fall noch aufholbar. Und selbst im Ligaspiel haben sie ja auch einen 2-Tore-Rückstand in der zweiten Hälfte über Wettgemacht. Also hier ist noch lange nichts gegessen. Manturai, Hofroge, Triani.
versucht, Lamine zu finden, Lamine Touré zu finden, aber Düker von den Gästen dazwischen. Und auf Tönnies da links gespielt. Der ins Zentrum zu Goldmann. Tönnies. Dann Falldorf gegen Stefandl. Der klärt jetzt aus. Falldorf, Tönnies. Stütz, Stefandl. Dann. Aber brauchst du der Ball schon lang aus? Falldorf. Zu Tönnies gegen Stefandl. Jetzt Falldorf. Aber Stefandl kann da erstmal ausholen. Jetzt Lamine Touré vielleicht mal im Laufduell, aber Westerhoff. Westerhoff passt auf. Aber vielleicht schnell ausgeführter Einwurf jetzt mal von Hofrocke zu Usman Touré gegen Düker. Jetzt ins Zentrum, aber den, ja, Hofrocke im Glück, dass Bärmann ihm den Ball da praktisch serviert. Aber dann mit vereinten Kräften wieder die Gäste den Ball da erstmal rausgeklärt. Hofrocke in den Rücken von Stefandl nicht optimal und da kann dann Falldorf natürlich ohne Probleme klären. Zum Einwurf. Bricht für das 16ers. Stefandl. Ja, lässt sich jetzt mal ein bisschen Zeit zu Lamine Touré. Und er holt die Ecke raus. Gegen Heskamp. Also, wir kommen in die Schlussphase dieser ersten Hälfte. Stütz, also wird die Ecke gleich nochmal reinbringen. Bringt ihn rein, aber Erdogan, also der trifft da der Mai, oder nee, ist wieder Goldmann, der da jetzt liegt im Strafraum und Schiri hat aber nichts getan, den Ball. Und jetzt vielleicht der Konter der Gäste. Sarasch sucht Schepp, aber Weichert. Dann Stör, zurück erstmal zu Wiebroth und der dann erstmal wieder zu Stör. Weiter zu Triani auf links. Der wieder ins Zentrum zu Matern. Dann zu Efkan Erdogan. Und dessen Ball dann köpft Heskamp wieder raus. Und jetzt Zentrumplatz, Tönnies. Wiebroth pariert zum Glück. Erdogan und geklärt. Also das offenbart jetzt ganz schöne Lücken hier, die Gäste finden immer wieder Räume. Und jetzt Einwurf, das macht Sarasch. Weichert köpft aber vor Schepp. Matern zu Wiebroth erstmal wieder zurück. Der jetzt also auch zweimal den SV Atlas vor einem höheren Rückstand bewahrt hat. Matern gegen Goldmann. Ja. Zu Erdogan dann erstmal. Wiebroth mit Lester Schepp aus. Tanzt da Schepp aus. Stör, Triani, Usman Touré, zu Stör wieder. Aber verliert da den Ball gegen Sarasch, aber holt ihn sich dann wieder zurück, als der dann umfällt. Usman Touré, auf Rogge, Stör und dann vorspringt ihm der Ball und so gibt es Abstoß durch Bollmann. Und jetzt gibt es einen Wechsel beim SV Atlas.
Mustafa Atzerzoy kommt. 41. Für Efkan Erdogan. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 8, Efkan Erdogan. Der Spieler wird präsentiert von Bodenshop 24 Online-Shop. Neues Spiel mit Nummer 10, Mustafa Atzerzoy. Wird präsentiert von Bentley Finance. Okay. Das ist jetzt ein offensiver Wechsel. Innenverteidiger für zentrales Mittelfeld. Jetzt muss man erstmal schauen, wie sich der SV Atlas jetzt mit diesem Wechsel kurz vor der Halbzeit nochmal aufstellt. Was es da für Umstellungen gibt im Team. Aber erstmal der Abstoß jetzt durch Bollmann. Weit geschlagen. Kopfball von Goldmann weitergeleitet. Dann auch von Tönjes. Matern. So. Dann ein Weichert mit dem Schlag erstmal. Und Lamine Touray holt sich den Ball dann. In der eigenen Hälfte Mustafa Atatürk erstmals am Ball. Marco Stefandl trägt sich da so ein bisschen selbst aus. Und darum Einwurf wieder für die Gäste. Ein Fall für Falldorf. Tönnies gesucht. Schöpp dann weitergeleitet. Weichert aber dann zu seinem Keeper Wiebroth. Der Souverän sucht Usman Touray. Weder er noch Bärmann, aber dann ist der Ball wieder bei den Blau-Weißen. Wiebroth, oder? Ja, Wiebroth vor Sarasch am Ball. Julian Stör auf links. Mustafa Atzerzoy. Also es sieht so aus, dass Matern und Stütz jeweils ein bisschen tiefer jetzt noch spielen. Dafür dann Stefandl vielleicht noch ein bisschen offensiver, ja. Weichert fällt da, rutscht da aus und hat da Glück, der Schiri pfeift da auf Stürmerfeuer gegen ihn von Heskamp. Jetzt rückt mal Hofrogge weiter nach hinten. Also es sieht so aus, dass Stütz diese Rolle als Verteidiger von Efkan Erdogan jetzt übernimmt, als Innenverteidiger. Weichert. Wieder Keeper. Wiebroth sucht mal wieder einen der Touraiser. Bärmann. Stütz, der Kopf. Tönjes hat zwar darauf spekuliert, aber kommt dann doch nicht hinterher. Und so keine Gefahr. Wiebroth kann den Ball aufnehmen und schon sind wir wieder in der Gästehälfte. Auf links Stör, Mustafa Atzerzoy. Im Zentrum schön gespielt zu Lamine Touray, aber der läuft und läuft und gegen Westdorf fast bis an die Linie und dann verliert den Ball. Hofrogge, Matern sucht da links Stör. Stör, schön reingebracht, aber Bollmann hat den Ball da sicher. Und da schon wieder in die Gegenrichtung, Goldmann. Ein Hin und Her ist das hier. Aaron Goldmann, aber jetzt erstmal wieder abgedreht von ihm, nachdem er da von Hofrogge angegangen wird, gepresst wird. So. Bärmann. Weitergeleitet von Sarasch. Aber Weichert. Erstmal zurück zum eigenen Keeper. Wiebroth. Wieder der nächste lange Schlag. Kopfball von Westdorf vor Stefandl. Und dann Usman Touray setzt danach, aber trifft da wohl die Hacke von oder in die Hacken von Falldorf. Nachspielzeit, 2 Minuten Nachspielzeit. Angesichts der Verletzungsunterbrechung und des verletzungsbedingten Wechsels sicherlich gerechtfertigt. Tönnies. Nochmal ein Zentrum zu Schepp. Tönnies wollte abschließen, aber Weichert blockt. Und vielleicht nochmal der Konter. Triani zu Usman Touray auf links weiter. Usman Touray.
Turay zu Fall gebracht von Düker und da gibt es nochmal einen Freistoß auf jeden Fall für den SV Atlas. Aus einer ordentlichen Position und die gelbe Karte für Christian Düker von den Gästen. Jetzt wollen wir nochmal schauen. Den Ball nimmt sich schon wieder Captain Florian Stütz. Das ist nochmal die Chance zum Ausgleich, noch in der ersten Hälfte. Das wäre natürlich jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, um hier zurückzukommen in diese Partie. Ja, Bollmann hat seine zwei- oder drei-Mann-Mauer gleich gestellt. Stütz. Er bleibt in der Mauer hängen sozusagen und dafür gibt es aber dann nochmal Ecke. Das übernimmt er auch gleich nochmal von der linken Seite. Ja, hoch kommt er rein, aber keine leichte Beute für Bollmann, der da Ruhe ausstrahlt, der Lohner Pokal hält. Sucht da nochmal Goldmann, aber Stör war dran am Ball, aber es geht trotzdem in die andere Richtung. Sarasch. Zu Schepp nochmal ins Zentrum. Schepp versucht, aber Hoffrogge steht im Weg. Und das ist der Abpfiff. 0:1 steht es also hier in der Halbzeit. Partie in der Partie Niedersachsen-Pokal. SV Atlas. Exakt. Der Stadionsprecher hat es auf den Punkt gebracht. 0:1 liegt der SV Atlas zurück. Ja, das Tor kam so ein bisschen aus dem Nichts, aber danach hätte Lohne auch gut und gerne noch um ein Haar nachlegen können. So soll, glaube ich, kann der SV Atlas nach der richtig tollen Anfangsphase, aber beider Teams, da kann man jetzt keinen hervorheben, dass der großartig besser war. So ist man im Rückstand und muss jetzt natürlich in der zweiten Hälfte alles nochmal daran setzen, dieses Spiel zu drehen. Der SV Atlas ist dazu sicherlich imstande und man kann hoffen, dass eben in der zweiten Hälfte dann die Chancen, die es ja vor allem in der Anfangsphase des Teams gab, besser genutzt werden. Und naja, dass vielleicht auch dieser offensive Wechsel von Mustafa Azazol, dass der sich dann bezahlt macht. Aber da muss man erstmal nochmal abwarten, wie es damit aussieht, ob es da wirklich noch was gibt. Da gibt es auf jeden Fall noch Besprechungen im Trainerteam und auch Bastian Purken, der sportliche Leiter, ist dabei, sowie Torwartcoach Florian Urbainski. Also die lassen sich, glaube ich, jetzt schon was einfallen, um da noch die richtige Reaktion vielleicht zu zeigen. Sind wir mal gespannt, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, der SV Atlas liegt zurück seit der 31. Minute mit 0:1 Torschütze Christopher Schepp, der Mann mit der Nummer 9 bei Lohne. Dazu gab es zwei gelbe Karten für unseren Kapitän heute, Florian Stütz, sowie Christian Düker und auch schon zwei Wechsel, die hier vonstatten gingen. Erstmal bei den Gästen, da musste raus Jakob Bürkle, der heute das Team als die Blau-Weißen aus Lohne als Kapitän aufs Feld geführt hat. Und für ihn kam dann der eigentliche Kapitän Thorsten Tönjes. Und jetzt kurz vor Ende der ersten Hälfte wurde Efkan Erdogan auf Seiten des SV Atlas ausgewechselt und für ihn kam Mustafa Azazol. Ja, wir sind gespannt, wie das wohl weitergehen wird in Hälfte 2. Hoffentlich weiterhin so lebhaft. Es ist ja ein ziemliches Hin und Her in dieser Partie. Ja, wer heute auch nicht, wer vielleicht noch mitspielen könnte und ja auch noch eine Revanche sozusagen gegen Lohne auf dem Zettel hat, ist unser Verteidiger
Raoul Mamadi Cissé, der eben im besagten Pokalfinale im Allen-Rieden-Stadion im Mai mit seinem Team, dem Heslinger SC, verlor gegen Lohne mit 5:6 im Elfmeterschießen und da selber einen Elfmeterschuss, aber erfolgreich war. Dann sitzt natürlich auch der beste Torschütze vom SV Atlas auf der Bank in dieser Saison, Dimitrios Verfelis, der schon 8 Buden gemacht hat in der Regionalliga Nord. Das wäre sicherlich auch ein Garant, um hier zurückzukommen. Ja, dann hatte der SV Atlas auch am Freitag sein letztes Saisonspiel in der Regionalliga Nord und hat da leider mit 3:1 verloren in Lübeck beim VfB Lübeck im Stadion an der Lohmühle hat das Spiel stattgefunden. Und zwar Freitagabend unter Flutlicht. Lange stand es 1:1. Oliver Schindler hat damals für den SV Atlas das Tor erzielt. Aber dann in den letzten 10 Minuten fing sich das Team noch 2 Gegentore und verlor dann eben 3:1. Dann, was haben wir noch im Petto? Ja, die beiden Teams haben auch schon eben, wie gesagt, schon sehr viele Pflichtspiele miteinander bestritten. Wenn das Spiel tatsächlich heute positiv für die Gäste aus Lohne ausgeht, dann ist die Bilanz komplett ausgeglichen. Dann würde es eben nach 30 Spielen 10 Siege, 10 Niederlagen und 10 Unentschieden zwischen diesen beiden Teams geben. Und ganz bitter war eben mal für Lohne, dass man im Jahr 2017 in der Landesliga Weser-Ems Vizemeister hinter dem SV Atlas wurde und am letzten Spieltag mit einem Remis den ersten Platz verspielt hat und damit damals auch den Aufstieg, weil man beim SV Bad Rothenfelde nur zu einem 3:3 kam. Dann noch andere interessante Fakten zu den Gästen aus Lohne. Die bekanntesten Spieler, die dort jemals gespielt haben, waren in der Jugend damals Benno Möhlmann, der eine große Trainerkarriere hingelegt hatte, bei vielen Teams Bundesliga-Trainer war und eben auch ein besonderer Kicker mit Ansgar Brinkmann, die eben auch beide, glaube ich, zusammen eine gute Zeit in Bielefeld verbracht haben. Ja, wir hatten schon angesprochen, dass die Lohner 4 Siege aus den letzten 6 Spielen in der Regionalliga Nord mitgenommen haben. Und der letzte Sieg war jetzt letzte Woche Mittwoch. Am 28. September gab es ein 3:0 gegen den TSV Havelse, was auch schon mal interessant ist, weil das der nächste Gegner vom SV Atlas ist. Die Havelser kommen nämlich nächsten Samstag hier ins Stadion an der Düsternortstraße. Das Spiel beginnt dann erst um 16 Uhr, aber das wird der nächste Gegner sein. Und die Havelser, die waren ja letzte Saison noch in der dritten Liga, sind dann aber abgestiegen und sind momentan ziemlich weit hinten in der Tabelle der Regionalliga Nord. Und davor, vor diesem Spiel, haben die Lohner sogar bei den relativ guten oder bei den ziemlich guten Regionalliga-Team aus Flensburg mit 1:2 einen Achtungserfolg Auswärtssieg da gefeiert. Ja, und wer auf der Seite vom SV Atlas hat eigentlich die Treffer erzielt damals im Spiel eben, das in Lohne verloren wurde am 31. August mit 3:2? Also, da haben Tobias Steffen und Mattia Triani getroffen. Mattia Triani steht ja schon auf dem Platz. Tobias Steffen ist heute leider nicht verfügbar, ist auch nicht auf der Bank, also der kann dazu heute nichts beitragen. Und ja, da lag man eben 2:0 zur Halbzeit hinten, nach Treffern von Schepp und den ersten Treffer hat Bennett Vandenberg, ein Holländer für die Gäste erzielt, der heute auch noch auf der Bank sitzt und der neu vom FC St. Pauli gekommen ist, also von der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli. Und dann fiel dann aber dann doch noch in der 87. Minute der entscheidende Treffer zum 3:2 durch Aaron Goldmann, der hier heute auch schon sehr aktiv
mit von der Partie ist bei den Gästen. Zu deren Pokalsieg noch ein vielleicht was Interessantes zu sagen ist, also Schützen aus dem, da nehme ich, dass der entscheidende Schütze, der das den entscheidenden Elfmeter aus dem 6:5 dann erzielt hat, Rilind Nesiri, der sitzt auch noch auf der Bank, also den sehen wir vielleicht auch noch, der kommt vielleicht heute noch rein. Dann noch zu ein paar Spielern, die hier heute auf dem Platz stehen bei den Gegnern. Max Falldorf, der hier auf der linken Seite ein gutes Spiel macht, ist neu gekommen zur Saison vom SSV Jeddelo 2. Dann kam auch Drilon Demay, der Mann mit der 29, ist ein Neuzugang von den Sportfreunden Lotte. Jawohl, dann haben wir noch was könnte man noch zu dieser Partie sagen? Also wie gesagt, der SV Atlas, ja, also im Pokal traf der SV Atlas auch schon dreimal zuvor, dreimal vor dieser Partie heute gegen Lohne an. Das erste, und bislang waren aber alle drei Spiele zuvor in Lohne im Heinz-Detmar-Stadion, das früher auch Stadion an der Steinfelder Straße genannt wurde. Und da ist die Bilanz bislang auch positiv für den SV Atlas, nämlich 2:1 gewesen. Unser nächstes Heimspiel am kommenden Samstag, den 8. Oktober um 16 Uhr, die Pause gegen den TSV Havelse. Ja, da hat der Stadionsprecher das nochmal angekündigt. Unser nächstes Auswärtsspiel ist dann am Freitag, den 14. Oktober um 19.30 Uhr beim SSV Jeddelo. So, da hat der Stadionsprecher jetzt nochmal die nächsten zwei Partien angekündigt. Aber nochmal zurück zu diesen bisherigen Pokalspielen. Das erste fand statt in der Saison 1993-94. Da gewann der SV Atlas mit 1:0. In der Saison 95-96 siegten dann die Lohner mit 2:0. Und der letzte Sieg datiert von 5. August 2018. Oder das letzte Spiel. Also in der Saison 2018-19, in der der SV Atlas eben den Niedersachsen-Pokal gewinnen konnte. Mit 3:2 im Allen-Riesel-Stadion in Hannover gegen Bersenbrück. Und ein Baustein davon, zu diesem Sieg war eben auch das 3:1 in Lohne am besagten Tag. Ja, also, damit haben wir eigentlich jetzt alle größten Fakten, interessantesten Themen abgedeckt. Jetzt müsste es auch in jedem Moment eigentlich weitergehen. Naja. Da wir noch 2 Minuten Nachspielzeit hatten, wird die Pause nur noch einen kurzen Moment dauern, aber dann sollten die Teams gleich wieder auf den Platz kommen. Jawohl. Wer sich vielleicht noch dafür interessiert, wo eigentlich Lohne liegt, das ist ein Ort im Landkreis Vechta und zwar die zweitgrößte Stadt des Landkreises. Also auch gar nicht so weit weg. Über die A1 relativ schnell zu erreichen von Delmos. Und jetzt kommen aber so langsam die Spieler der Blau-Gelben wieder. Und damit sollte es jetzt auch gleich weitergehen in dieser Partie. Ja, eigentlich sollte auch jemand in der Halbzeit kommen, aber das hat sich wohl dann doch irgendwie nicht ergeben als Gesprächspartner, aber kein Problem. Wir haben sie ja überbrückt bekommen. Und damit geht es jetzt gleich weiter in dieser Partie des SV Atlas Delmhorst gegen den TuS Blau-Weiß-Lohne im Niedersachsen-Pokal 2022-2023. Und zwar handelt es sich um das Viertelfinale. Das heißt, heute ein Sieg, dann ist es nur noch ein weiterer, dann ist man im Pokalfinale. Und 2 Siege, dann hätte man das Ding. Aber, wie gesagt, dafür braucht es jetzt nochmal eine richtige Kraftanstrengung in der zweiten Hälfte, um das hier umzubiegen. Aber wir sind da guter Dinge. Wenn der SV Atlas hat da noch gehöriges
Potenzial auf dem Platz und auch auf der Bank, um eben das hier, um das Spiel eben zu seinen Gunsten noch zu entscheiden. Jawohl. Zweiten Halbzeit, keine Spielerwechsel auf beiden Seiten. Und jetzt kommen die Gäste noch. Und auch das Schiedsrichterteam ist wieder da. Also beim Atlas sind alle heiß, wollen das unbedingt, glaube ich, umbiegen. Zweite Halbzeit, Kommerradio Satzpokal. Es war das Denhaus gegen Duisburg und Schule. Kann weitergehen. Liebe Fußballfans, liebe Atlas-Fans, auf geht's, unterstützt unsere Mannschaft. Wir wollen ins Halbfinale. So sieht's aus. Der Sprecher hat das richtige Motto ausgegeben für diese zweite Hälfte. Und ja, wie gesagt, wenn's nach 90 Minuten unentschieden steht, dann geht es ja noch weiter, weil es muss ja ein Sieger ermittelt werden. Und da ist der Angriff für die zweite Hälfte erfolgt. Schepp bringt den Ball rein, erstmal zu den Eigenspieler Beermann, dann nach vorne und Atzerzoll. So, Vorfolge, erstmal nach vorne, aber Düker. Sarasch. Sarasch. Und von Stör unter Druck gesetzt. Bollmann kriegt dann den Rückpass und spielt den Ball ins Aus. Stör zum Einwurf bereit. Guckt Matern. Der sucht Usman Touray, aber Beermann natürlich ist da wieder zur Stelle. Vorfrage Stör erstmal im Rückwärtsgang zu Weichert und Wiebroth zu Stütz. Erstmal zu Matern da ins Zentrum spielt. Zu Lamin Touray weiter. Da sich ein bisschen fallen lassen hat Stefandorf rechts. Mit der Hacke trifft er Falldorf. Von da geht der Ball ins Aus und somit Einwurf für den SV Atlas auf der rechten Seite. Fangel, Lamin Touray. Touray lässt da drei stehen und mit Hoffrogge. Aber dann der Abschluss leider misslungen, aber ist dabei auch gefallen, gestürzt und eindeutig übers Tor. Aber kein Problem. Der Ball ging sogar über die Tribüne drüber, sodass der Keeper jetzt Bollmann Bescheid gesagt hat, dass man da einen anderen Ball zur Verfügung stellen soll. Bollmann. Kopfball von Hoffrogge. Sucht Düker dann. Hoffrogge und Demay hat ihn da erwischt und damit Freistoß für den SV Atlas. Diesmal auf der linken Seite. Matern steht am Ball. Sucht Touray, Usman Touray mit Stör. Aaron Goldmann holt sich den Ball zurück da. Mit einem langen Schlag, Stütz, ja, mit dem Kopf zu Wiebroth, ehe Schepp da noch Anstalten macht, da ihn den Ball streitig zu machen. Matern, Mustafa Atzatoy. Zu Stütz, und Stütz.
diesmal auf rechts zu Triani zumindest gesucht und Büker per Kopf ins Aus erstmal geklärt. Stefanke sucht Razzazoy. Stefanke wieder, jetzt die Flanke rein, aber Triani versuchte, aber zu hoch eindeutig. Für die Leute da im Strafraum. Tönnies gegen Weichert. Leitet Ball weiter, aber da ist keiner mehr von seinen Mann. Matern zu Wiebrot. Und dann kann wieder der langsame Aufbau beginnen. Aber ja, direkt ins Zentrum zu Azazoy. Es kam zwar an ihn dran, aber der Mai fault ihn und das gibt den Freistoß für den SV Atlas. Matern schnell ausgeführt. Triani. Jetzt mal weiter im Zentrum. Aber der Ball für Usman Touray. Wacher Pass und kein Problem, um da zu klären für die Gäste durch Bärmann, aber Stör, Usman Touray, das ist jetzt mal vorbei, ins Zentrum und Lamine Touray, 1-1, da ist der Ausgleich, na geht doch, das Ruderpaar ist hier maßgeblich am Tor beteiligt, als Vorbereiter und Torschütze. Usman Touray als Vorbereiter und Lamine Touray macht es dann. 1-1. Also jetzt ist wieder alles offen in dieser Partie. Na. Und weiter geht's. Mal sehen, ob das die Gäste jetzt ein bisschen aus dem Rhythmus bringt. Dass Atlas jetzt hier kurz nach der Hälfte die passende Antwort gefunden hat. Kurz nach der Halbzeit. Matern. Ja, man klärt erstmal per Kopf. Stör. Zu Azazoy, ne, ist eine Ablage ein bisschen schwach. Und Azazoy hat da wohl einen abgekriegt von Neskamp. Aber Robinski. Und der Stör, ja, der stört da mal. Aber Goldmann, aber der nächste Fehlpass der Gäste, Stütz, Triani. Also vielleicht jetzt diese Phase ausnutzen. Jetzt scheinen die Gäste verwundbarer wieder zu sein. Stefanio, ja, ist da im Duell mit Goldmann und sorgt dafür, dass der nicht den Ball gezielt spielen kann. Und so ist ein Ballverlust endet und Atlas den Ball hat. Triani zu Lamine Touray. Der sucht seinen Bruder Usman ins Zentrum. Und das war's, Triani! Oh mein Gott, 2-1, das ist ja Wahnsinn, wie der SV Atlas hier zurückkommt aus der Halbzeit. Unglaublich, das Spiel ist gedreht in kürzester Zeit. Wunderbar. Innerhalb also 3 Minuten. Innerhalb von 3 Minuten. Und wieder die Torvorbereitung von Usman Touray. Also das ist die richtige Antwort. Und am besten sollte man aber noch so weitermachen, weil es steht ja nur 2-1. Und es ist halt noch früh in dieser zweiten Hälfte, sodass Lohne da sicherlich noch mal eine Antwort zeigen will. Westerhoff zu Düker rüber. Der erstmal zurück zum Keeper. Vollmann, der da natürlich zweimal überhaupt nichts machen konnte. Stütz, Triani zu Lamine Touray, der mit der Hacke, aber
Westerhoff, aber da war es schon abseits wohl von Azazel. Jedenfalls so die Entscheidung des Schiedsrichterassistenten. Freistoß, Westerhoff zu seinem Keeper Bollmann zurückgespielt. Bollmann weichert, dann Schöpp was durch, aber Wiebrot, toll. Und drüber von Goldmann. Wiebrot war da wieder zur Stelle. Da wäre Schöpp auf einmal fast wieder durch gewesen. Die wurde diesmal kurz ausgeführt zu Stütz, der dann den langen Ball schlägt. Durch den zweiten dann Azazel. Westerhoff sucht wieder seinen Keeper Bollmann. Ja, von Usman Turay ein bisschen so gesetzt. Und jetzt Kopfball von der Pfanne, Lamine Turay. Rechts, aber erstmal von Westerhoff. Und der klärt den Ball nicht nur, sondern hält ihn dann in der eigenen Reihe. Da hatte Lamine Turay dann schon ein bisschen abgeschaltet und dachte, das gibt den Einwurf. Aber so jetzt die Gäste. Falldorf, aber Matern, der luchst ihn den Ball ab. Sucht da Usman Turay, aber Bermann per Kopf zu Düker. Heskamp jetzt. Weitergeleitet auch recht zu Sarasch, aber Stör ist da, als dem der Ball ein bisschen verspringt. Matern, Wiebrot. So, Lamine Turay im Kopfballduell gegen Westerhoff. Heskamp. Heskamp und Falldorf. Jetzt Besuch mit Goldmann, aber Falldorf. Falldorf gegen Stefanl und Ball gespielt. Und jetzt Stör. Holt sich den Ball. Ja, Triani. Und Foul gepfiffen von Düker. So. Freistoß. Weichert. Matern Weichert. Jetzt mal Heskamp da im Zentrum, aber danach Turay, Usman Turay. Jetzt Lamine am Ball und setzt sich da durch, bleibt am Ball. Und jetzt kriegt er den Ball, Usman den Ball wieder mal auf rechts. Ausgewichen, findet Stefanl, aber Düker. Das ist die Ecke, die Entscheidung. Stefanl wollte da mehr haben. Stütz übernimmt gleich wieder den Eckstoß. Lamine Touré, der Turay, Stütz, bringt ihn nochmal und Usman Turay, das 3:1 für den SV Atlas. Das ist ja Wahnsinn, wie der SV Atlas hier jetzt in der zweiten Hälfte performt. Torschütze mit der Nummer 14, Usman Turay. Tja. Der Torschütze wird präsentiert von Toyota. Und jetzt hat Atlas natürlich wirklich, ist so richtig
Und Stör, schon wieder gestört da den Goldmann. Da setzen sie noch einen drauf. Das wär's. Aber der passt ein bisschen zu voreilig. Aber der Ball bleibt dann Kopfrocke dann in den eigenen Reihen. Aber na, Beermann. Ja, Foul von Stör gepfiffen. Aber jetzt scheinen die Weichen gestellt in Richtung Halbfinale. Und Matern hält da erst gegen Sarasch, aber dann lässt er doch los. Gut. Demai und Wiebrot. Wer gräbt den Ball unter sich? Wiebrot. Mustafa Atatürk. Usman Turay auf links zu Triani. Ja, alle drei Offensiven haben getroffen. Triani und Turay, aber Heskamp klärt noch gerade so mit dem langen Bein. Also die drei schnellen Offensiven haben jetzt alle getroffen in dieser zweiten Hälfte. Aber über dieses Potenzial eben, das haben wir schon so oft besprochen. Stütz schreitet da zum Eckstoß, wird das gleich übernehmen. Tja, das sieht jetzt richtig gut aus. Stütz bringt ihn rein, hoch. Wollen wir diesmal mit einem, aber ja, okay, der Schiri pfeift, aber... Da kann Bollmann froh sein. Das war mal das erste Mal eine Unsicherheit von ihm. Den Pokal hält aus dem Vorjahr Köllone. Weichert, aber abseits die Entscheidung von Schepp. Matern sucht wieder Turay, aber Beermann dann im Kopfballduell setzt sich durch, Heskamp und dann Weichert per Kopf zu Azazol. Gegen Heskamp verliert er den Ball, Goldmann, aber dann Fehlpass von dem schon wieder, aber dann auch Fehlpass von Azazol. Und so sind die Gäste wieder mit Goldmann, diesmal aber dieser Pass zu schnell, zu steil für Sarasch. Landet im Aus und es gibt wieder Abstoß vom Kasten. Und jetzt aber ein Wechsel beim SV Atlas. Oliver Rau kommt. Für Lamine Turay. 62. Spielminute, Spielerwechsel bei unserem SV Atlas. Wir bedanken uns bei Nummer 22, Lamine Turay. Der Spieler wird regiert von Hotel Bunden. Neues Spiel mit Nummer 20, Oliver Rau. Genau. Der Spieler wird präsentiert von Dortmund Immobilien. Das heißt, dass jetzt wohl Marco Stefan wieder ein bisschen offensiver spielen darf und Oliver Rau seine Position abdeckt auf der rechten Verteidigerposition. Weichert, also wieder kurz ausgeführt, Abstoß diesmal zu ihm. Matern, Wiebrot. Also jetzt Turay gegen Beermann. Aber dann halt im Nachsetzen. Ja, jetzt zu Stör der Ball. Ja gut, okay. Triani, Stör, Vorsicht, aber gut. Aber dann Heskamp dann doch dabei bei den Gegnern. Aber dessen Verlagerung landet irgendwo im Nichts, nehme ich mal aus. So, ein bisschen zurück soll er, der Julian Stör. So, die Ansage von Schiri und gleich gibt es auch einen Doppelwechsel bei den Gästen. Wo Leonard Bredol und Malte Wengerowski bereitstehen. Aber erstmal gucken, Tönnies. Aber toll von Hoffrogge. Richtig toll. Diese Grätsche. Perfekt angesetzt. Der Fandl kriegt den Ball von Stütz. Und Rau, Olli Rau, der rauscht da schon an ihm vorbei. Flach den Ball reingebracht, aber Beermann. Ja, Stefanke, Olli Rau klärt erstmal zu Triani links, der mit Mustafa Atatürk. Triani, oh schade, dem verspringt der Ball. Sonst wäre er durch gewesen.
Falldorf auf links. Der Mai Goldmann. Und abseits wieder die Entscheidung vom Schiedsrichterassistenten, der jetzt hier auch gleich wieder für den Wechsel ins Zentrum muss. 64. Spielminute, Doppelwechsel Borussia Gästen aus Lohne. Den Platz verlassen mit der Nummer 3, Max Benjamin Falldorf, und die Nummer 4, Christian Düker. Neu im Spiel mit der Nummer 19, Leonhard Predol, und mit der 28, Malte Wendorowski. Genau. Also Innenverteidiger und linker Verteidiger wurden jetzt also ausgewechselt bei den Gästen. Frage ist, ob die Leute, die jetzt reingekommen sind, ein bisschen offensiver sind. Ich schätze mal schon. Man hat ja im Pokal nichts zu verlieren. Entweder man ist raus oder... Und da Stefandl, der hat wohl noch einen abgekriegt. Und deswegen, Matern spielt den Ball erstmal aus. So, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte der zweiten Hälfte angekommen. Was ihr noch zeigt, dass noch genug Zeit da wäre, weil man ja gesehen hat, wie schnell der SV Atlas diese drei Tore auf einmal erzielt hat. Wendorowski, Wiewroth, sucht Turay, Bermann. Triani kann den Ball nicht kontrollieren und so bleiben die Gäste im Ballbesitz. Ein Stürmer vorbei zu Sarasch auf der rechten Seite. Stör stellt sich im Weg, aber Sarasch setzt sich durch. Und dann Hofrogge. Ecke. Das ist die Entscheidung vom Schiri. Hofrogge wollte sogar einen Abstoß, aber es gibt Ecke. Sie führt jetzt gleich einer von den Neuen aus. Ja, Bredol. Führt die Ecke aus. Hoch, rein, aber erstmal rausgeköpft. Und der Nachschuss. In weit, weit, weit drüber. Sogar über die Absperrung des Stadions. Wiewroth. Zu Weichert, also wieder kurz ausgeführt. Der sucht jetzt Stefandl auf links. Ja, aber Wendorowski drängt ihn so ein bisschen. Stör hat dann den Ball, hat Glück, dass Sarasch ausrutscht und kann dann erstmal Ruhe nach vorne preschen. Rau, Olli Rau spielt den erstmal zurück zu Pascal Wiewroth. Der in der Phase, wo es Atlas nicht so gut ging, das Team im Spiel gehalten hat. Und Foul von Bermann gegen Stefandl. Das muss ja gelb geben und so ist es auch. Die nächste gelbe Karte für die Gäste, die gleich nochmal wechseln werden. Spielerwechsel unseren Gästen aus Lohne. Den Platz verlassen mit der Nummer 9, Christopher Schepp. Vor dem Spiel mit der Nummer 14, Lennart Prüne. Leonhard Prüne. Aber jetzt Azazoy per Kopf, aber das ist kein Problem für Bollmann. Weichert. Langball, aber ja, toll von Weichert. Souverän und dann schön zu Stör weitergeleitet. Ja, ja, das war eine optische Täuschung, der da unterlegen ist. Heskamp stand da. Und jetzt vielleicht sucht er Tönjes. Wiewroth. Zum Glück haut Tönjes den daneben.
Da wäre fast der Anschlusstreffer gewesen. Und dann wäre es nochmal richtig eng geworden, aber so kann der SV Atlas erstmal noch ganz beruhigt sein. Der Mai. So, 13. Stör. Und Weichert, Hoffrogge. Der Fangl. Weichert. Zurück, ja, zurück zu Matern. Der zu Wiewrot. Wird angelaufen von dem Mai, aber so, oh, Wiewrot. Langer Ball. Sehr langer Ball. Drei kriegt da fast noch Westerhoff, aber nur fast. Vollmann. Und dann Weichert. Hoffrogge. Stütz. Wiewrot. Auf links zu Stör. Matern. Zu seinem Keeper. Wiewrot wieder zu in Richtung Stefandl. Mit Wengerowski dann soll. Aber Usman Touré, der lupft ihm seine Ball ab und Stefandl, ja los. Stefandl jetzt mal über links hier. Touré. Stör. Touré zum Triani. Der wieder zu Touré. Und es gibt auf jeden Fall Freistoß. Ob jetzt wahrscheinlich wegen dem Foul von Beermann gegen Touré, schätze ich mal. Und ja, auch wieder eine interessante Position. Steff Pandl legt den Ball bereit, aber das macht wieder Stütz. Als Flanke reingegeben. Oh. Sowohl Stefandl als auch Weichert bringen da am Ball vorbei. Also Chance verpasst. Aufs vierte Tor für den SV Atlas in dieser Hälfte. Weiter geht's. Stör. Sarasch. Sarasch kommt hier rechts mit Tönnies zusammen. Ja, der kann jetzt vielleicht mal flanken. Aber Hoffrogge, aber. Sarasch, aber Hoffrogge zusammen erstmal wieder zurecht, auf rechts zu Tönnies. Der Goldmann findet vielleicht einen Demai. Und Wiewrot hält auch den. Klasse. Wieder auf links der Fangl, aber Wengerowski setzt sich den Kopfball durch. So Goldmann in Richtung wieder Sarasch gespielt, aber Weichert davor am Ball. Wiewrot, Triani, Touré. Das ist Touré, mal sehen. 4 gegen 4, aber der Pass, gar nichts, Beermann. So, Stütz. Geht zurück und Oliver Schindler macht sich bereit, steht schon bereit, wird also demnächst bei der nächsten Spielunterbrechung reinkommen. Der Mann, der im letzten Ligaspiel das Tor in Lübeck geschossen hat. Und was für ein Patzer, aber Glück, dass der von Stefandls Schulter so abprallt, dass Bollmann näher steht. Und, aber Stör, passt auf. Klär zur Ecke. Bei der Ecke gibt es den Wechsel noch nicht. Bredol darf noch mal eine Ecke reinbringen. Und jetzt raus, ja, wohl raus nicht, aber zumindest gefaustet da von
Wiebroth. Und erstmal aus der Gefahrenzone und Stefanke mit dem Foul gegen Bredol. Und das gibt Gelb gegen Stefanke. Und das ist der Wechsel für Matern. Für Nico Matern kommt Oliver Schindler. 74. Spielminute. Auswechsel bei unserem Messpartners. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 5, Nico Matern. Der Spieler wird präsentiert für Dynamik Industrieleistung. Neu im Spiel mit der Nummer 23, Oliver Schindler. Der Spieler wird präsentiert von Rechtsanwalt Heinkel. Bredol, der Gefaulte, wird auch diesen Freistoß gleich reinbringen. Aber von Stütz ausgeköpft. Zu flach. Als er reingab. Und dann wird Olli Rau von Sarasch da am Schenkel angeschossen. Und er schießt ihn dann nochmal an. So, dass es Abstoß gibt. Schiri weist dann nochmal Vibro darauf hin, dass da ein Ball näher liegt. Da nämlich. Und wieder kurz ausgeführt, Vibro wird diesmal von Tönnies angegangen. Esterhoff vor. Stefanke, Wehrmann gegen Turay. Wehrmann und Esskamp. Vollmann. So, wir kommen so langsam in die Schlussphase dieser zweiten Hälfte. Und Atlas führt immer noch mit 2 Toren Unterschied. Mit 3:1. Aber jetzt, Tönnies. Na, rutscht zum Glück aus. Vibroth war da nicht an ihm dran. So, weiterlaufen lassen. Ja. Schindler. Der ist gegen den Mai. Und dann Wengerowski. Goldmann. Der Mai. Goldmann immer wieder mit dem Mai. Jetzt hat er. Aber zieht vorbei. Abstoß. Und jetzt kommt auch noch mal gleich Phil Gispers beim SV Atlas. Nämlich jetzt für 77. Spielminute, Spielerwechsel von Matthias Triani. Wir bedanken uns bei Nummer 9, Matthias Triani. Wir präsentieren von Andreas Schuster, Steuerberater. Neues Spiel mit der Nummer 11, Phil Gispers. Der Spieler wird präsentiert von Pia Engelbach. Lange Schlag und Gispers geht gleich mal hin zum Kopfballduell, verliert es aber gegen Wehrmann, aber Azazoy setzt nach Usman Turay gegen Wengerowski. Da auf links unterwegs Turay, Flanke rein, aber keiner so richtig. Fühlte sich so richtig adressiert, Weichert holt da den langen Ball runter, Stütz, Azazoy. Torfrogge, Stütz. Der nächste lange Schlag, diesmal Stefanke auf rechts gegen Westerhoff. Er hält da die Oberhand erstmal. Bringt den Ball rein. Wengerowski, Turay. Turay und. Einwurf für die Gäste, so die Entscheidung für Schiris. Wengerowski übernimmt das zu Goldmann. Und dann gibt es Einwurf jetzt für den SV Atlas, der, weil kein anderer mehr am Ball war als Goldmann.
Stöhr. Sucht Gispers. Bei dem Landet noch weitergeleitet, Hoffrogge. Aber erstmal geklärt wieder von Westerhoff, glaube ich. Usman Turay, Stütz an Bengrowski vorbei, aber auch an allen anderen vorbei. Schade, die nächste gute Aktion. Jetzt verpasst der SV Atlas so ein bisschen das vierte zu machen. Und anhand die Entscheidung von und dann noch das Ball wegschießen. Gelbe Karte für Turay. Und Freistoß für die Gäste. Das übernimmt Malte Beermann. Bei dem man aber nicht so richtig das Gefühl hat in dieser zweiten Hälfte, seitdem der SV Atlas so aufgedreht hat, dass die nochmal zurückkommen konnten. Beermann. Und Stütz. Stefangel, aber dann doch der Ballverlust. Und Freistoß für die Gäste. Und Gelb-Rot. Gelb-Rot für Stefangel. Gelb-rote Karte für Stefangel. Damit jetzt der SV Atlas die letzten Minuten noch in Unterzahl. Und der Gäste halt mit einem Freistoß. Der damit natürlich dann auch bei einem Halbfinale dann gesperrt wäre. Bredol bringt den Ball rein. Fallrückzieher von Goldmann, aber daneben. Nochmal spektakuläre Aktion. So. Jetzt gibt's hier nochmal Gespräche. Tönnies. Okay. Das war noch ein Kollege von der Online-Abteilung von den Gästen, der sich da ein bisschen falsch verhalten hat anscheinend. Und nochmal Wechsel bei den Gästen. Nesiri. Brilin Nesiri. Für den Mai. Den Platz verlassen mit der Nummer 29. Dilan Dimay. Neu im Spiel mit der Nummer 23 gewinnt Nesiri. So sieht's aus. Stör. Stütz. Bleibt da dran. Goldmann nochmal mit einem langen Schlag. Weichert, aber Tönnies da, Kopfball-Sieger. Stütz. Dann nochmal links vielleicht eine Abschlusschance für Bredol, aber schießt da auch wieder nur Olli Rau an. Und der klärt den Ball noch, bevor es eine Ecke wird. Nur ein Wurf. Auf Höhe der Eckfahne. Goldmann. Flanke nochmal, aber raus, Köpf von Stör. Turay gegen Zarasch, Zündler und Stör. Ja.
Ja, aber zu Heskamp vielleicht. Sarasch nochmal auf rechts. Jetzt hat er Platz. Reingabe. Aber zum Glück rutscht da auch der Bestpostierte der Gäste vorbei. Weichert und Tönnies im Kopfballduell bei der nächsten Flanke und Stör. So. Haut den erstmal Richtung Mittellinie aus, aber Renkorowski holt sich den noch vorher mit Bermann. Also alle außer Bollmann in der Hälfte des SV Atlas. Bredol, Flanke, aber Richtung Stör. Der mit der Schulter ins Aus zur Ecke. War eigentlich unbedrängt, aber ist nur mal sicher gegangen. So gibt es wieder die nächste Ecke. Das übernimmt jetzt Heskam von rechts. Heskam. Ja. Auch nicht hoch, sondern tief zu Nesiri und Schindler. Schindler klärt zur nächsten Ecke. Das übernimmt jetzt Goldmann. Goldmann. Ball kommt nicht schlecht. Weichert köpft erstmal raus. Ist aber noch im 16er. Sarasch schießt aber dann auch wieder Turay an. Der presst jetzt auch gegen Wengorowski, aber der bleibt erstmal am Ball. Und, aber toll von Wiebroth auch wieder. Wiebroth, klasse. Auch hier gegen Sarasch. Wiebroth. Ja, Mann. Und Westerhoff. Heskamp. Die Gäste jetzt seit der gelb-roten Karte machen sie dann doch nochmal Druck, was ihnen davor nicht wirklich gelungen ist. Bredol, aber dann wieder Stütz. Ins Seitenaus, auf die linke Seite. Westerhoff zu seinem Mitspieler Bredol, aber dann war Rau dazwischen. Hoffrohr, aber jetzt sind die Gäste schon wieder am Ball. Bermann zu Wengorowski. Auf rechts Sarasch. Zurück, dann erstmal wieder zurück zu Bermann. Jetzt nach links gespielt zu Bredol. Goldmann verlagert, aber zu weit. Auf rechts Stör Richtung eigene Bank. Und noch ein Wechsel. Rohwedder kommt. Steffen Rohwedder für Usman Turay, oder? Ja. Für den Mann, der an allen Toren beteiligt war. Das 1:1 und das 2:1 vorbereitet und das 3:1 selbst gemacht. Usman Turay. Neues Spiel mit der Nummer 28, Steffen Rohwedder, genau. Der Spieler wird von dir eingebaut. Wengorowski. Gispers versucht da zu stören, den Westerhoff. Wengorowski auf rechts, wieder Bermann. Bredol. Nächste Flanke rein, wieder an allen vorbei. Der Kopfball davon Tönnies. Und so vergehen die Spielminuten. Das sieht jetzt alles sehr gut aus für den SV Atlas, da nicht mehr lange zu spielen ist. Und nach dem, was sie hier abgefeuert haben, vor allem Anfang der zweiten Hälfte, aber auch danach noch an Chancen hatten, geht das Ergebnis von 3:1 absolut in Ordnung. Goldmann, nochmal viel Verlagerung auf links.
zu Bredol. Rau ist bei ihm. Der versucht das war an ihm vorbeizukommen, aber der Ball ist schon im Aus. Und damit wieder Abstoß vom Kasten des SVA. Und das ist eine Angelegenheit natürlich nochmal für Pascal Wiebroth, der seinen Teil heute ganz klar auch dazu beigesteuert hat, dass der SV Atlas hier wohl ins Halbfinale des Niedersachsen-Pokals einziehen wird. Phil Gispers gesucht, aber kann den Ball nicht kontrollieren, Ball im Aus. Westerhoff zu Beermann erstmal noch zurück, der schon wieder auf rechts verlagert zu Sarasch. Bei ihm ist schon wieder Julian Stör. Weichert jetzt beim neuen Mann ja und der behält dann auch die Oberhand. Wiebroth und der schießt ihn erstmal wieder auf in die gegnerische Hälfte den Ball. So, Westerhoff, Beermann. Goldmann. Rau köpft ihn ins Aus, bevor der bei Bredo landen kann auf der linken Seite. Und damit Einwurf wieder für die Gäste. Nachspielzeit, 4 Minuten, nochmal vorne, 4 Minuten Nachspielzeit. Raus, geköpft hier von Schindler, aber vielleicht der Abschluss von Bengorowski. Ein strammer Schuss zwar, und da war noch jemand dran, also es gibt Ecke. Eckstoß. Da soll noch ein Atlas-Spieler dran gewesen sein. 4 Minuten. Ecke rein und Eigentor! Das sah nach dem Eigentor aus. Oder ist es das 3:2? Also wird das jetzt doch noch mal eng. Also, es wird noch mal eng. Schindler. Rohwedder gegen Bengorowski. Los, Rohwedder. Stimmt, Rohwedder. Findet Gispers. Der leitet noch mal weiter zu. 4:2, die Entscheidung. Sollte es jetzt aber auch gewesen sein. Goldmann, also tatsächlich noch mal 2 Tore in der Nachspielzeit hier gefallen. Sarasch. Schindler. Oder beziehungsweise in der Schlussphase. Sarasch kriegt da den Einwurf gegen Julian Stör. Beermann sucht da nochmal eine Siri. Heskamp, aber dessen Ball. Na, trudelt der überhaupt ins Aus? Nee, der liegt da praktisch auf der Außenlinie, ehe Julian Stör den jetzt spielt. So, Schindler. Nochmal zu Atazoy. Aber Westdorf, aber. Westdorf.
Finde Testkamp da im Zentrum zu Goldmann, Aaron Goldmann. Und nochmal abseits die Entscheidung hier vom Schiedsrichterassistenten. Und damit sollte es jetzt jeden Moment vorbei sein. Wievrot. Wir haben mal nochmal per Kopf, aber wohin eigentlich? Auf Rogge und Rohwetter, der verliert den Ball gegen der Siri. Bredol. Tönjes. Bredol. Sucht nochmal den 14er. Setzt sich da. Nee, verliert den Ball tatsächlich gegen Stütz. Und das ist der Schlusspfiff! Mit 4:2 gewinnt also heute der SV Atlas im Viertelfinale des Niedersachsen-Pokals gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Sieger im Viertelfinale des Niedersachsen-Pokals, die dritte Liga, Regionalliga. Der SV Atlas Dornbach mit einem 4:2 gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Genau so ist es. Also der SV Atlas siegt hier heute mit 4:2, lag noch zur Halbzeit, 0:1 hinten durch einen Torschuss mit dem von Christopher Schepp. Ja, für alle Zuschauer, die am Hackbrotterdamm, der Ausgang ist auch für Sie geöffnet. Genau, Christopher Schepp. Und direkt nach dem Spiel dann auch wieder unsere Pressekonferenz. Also Christopher Schepp machte das 1:0 für die Gäste, so war auch der Halbzeitstand. Und dann legte der SV Atlas so richtig los. Lamine Touray traf in der 50. Minute, in der 52. Minute Mattia Triani und in der 58. Minute Usman Touray. Dann stand es lange 3:1, bis ungefähr die Nachspielzeit anfing. Ein paar Minuten vorher sah noch Atlas-Spieler Marco Stefandl die gelb-rote Karte und fehlt damit auch im Halbfinale definitiv gesperrt. Und dann trafen auch mal die Gäste. Durch ein Eigentor, also glaube ich zumindest, das war nicht richtig zu erkennen in dem Kuddelmuddel. Und am Ende traf dann aber noch Mustafa Azatoy zum 4:2 in der 92. Minute. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ihr habt eine Menge geboten bekommen heute auf jeden Fall, eine Menge Tore. Es war viel los, das Stadion war auch sehr gut gefüllt. Also, wer Lust hat, kann nächsten Samstag hier um 16 Uhr wieder herkommen. Dann spielt der SV Atlas. Nämlich gegen die TSV Havelse und wir sind natürlich von DM News auch wieder dabei. Damit noch einen schönen Feiertag allen Zuschauenden und bis zum nächsten Mal.